Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Willkommen zurück im LS19 auf der Felsbrunnen. Jo, beim letzten Mal haben wir uns schon mal ein paar Fahrzeuge gekauft. Ihr seht, wir haben keinen Hof und nix. Macht aber nix. So, wenn wir jetzt mal auf der Karte gucken, wir haben uns beim letzten Mal noch ein bisschen Land gekauft. Haben aber natürlich nicht bei Bedacht von wegen Scheiße. Feld 19, Feld 20. Kartoffeln und Zuckerrüben. Nicht sehr ideal am Anfang, deswegen werden wir die wahrscheinlich einfach ja unterpflügen, untergrubbern, je nachdem. Und uns heute dem Feld 21 widmen. Aber was fehlt uns noch, um den Weizen runter zu holen? Richtig, einen Drescher. Und da dachte ich mir, gut, sie sind neu dabei. Wir gönnen uns mal einen schönen Johnny mit 10.000 Liter. Ist für den Anfang schon mal perfekt. Viele, die mich aber noch aus dem LS17 kennen, werden denken, ha. Du bist doch ein alter Glasfanatiker. Jo. Ich habe auch zwei Stück drinne. Allerdings den 530er muss ich noch anpassen. Der ist ein bisschen zu günstig geraten. Was bei dem Lexion hier auch der Fall war, ist es ein 780er. Den habe ich auch ein bisschen teurer gemacht. Habe geguckt, okay, was ist der teuerste? Ist der hier mit 465, mit 17.100. Der hier hat 19.000. Bisschen draufgeschlagen. Passt. Gut, aber das ist jetzt erstmal nicht der springende Punkt. Wir kaufen uns jetzt hier den Johnny. So, Breitreifen oder Bandlaufwerk. Wir nehmen die Breitreifen. So, kaufen. So. Jetzt brauchen wir noch ein schönes Schneidwerk. Da hat der Johnny nur das und das ganz große. Ne, das ganz große ist, glaube ich, noch nicht so. Auch 7,6 Meter passt. So, da ist das gute Stück. Oh, hier haben wir noch zwei Paletten stehen. Die müssen wir auch noch mal Gelegenheit mal abholen. Ich hoffe, es passt alles auch so von den Sounds her. Wenn es vielleicht von den Fahrzeugen her vielleicht ein bisschen zu leise sein sollte, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir das beim nächsten Mal noch ein bisschen lauter. Wie gesagt, das sind die ersten Videos. Ich muss mich da jetzt erstmal wieder alles einstellungstechnisch wieder reinfuchsen. Jetzt werden alle dir denken: Oh Gott, nimm doch den Steinwerkswagen. Nö, den schenke ich mir diesmal. So weit ist es nicht zum Hof und wir weichen den Verkehr einfach ein bisschen aus. Aber wir können theoretisch hier schon reinfahren. Oh. Ich fahre jetzt gerade mit Tastatur, weil ich vergessen habe, mein Lenkrad aufzubauen. Immer dann mal kurz den Baum noch mit. Jetzt gucken wir. Oh. Okay, das Feld ist noch gar nicht reif. Scheiße. Sag ich mal, ich bin heute sehr gut vorbereitet. Fliegen ist eigentlich aus. So. Es ist null gedüngt. Echt jetzt? Tatsache. Aber warum sagst du mir, dass noch gepflügt werden muss? War das Fliegen noch anders? Das Fahrzeug auch noch anders. Machen wir aus und pflanzen mal auf schnell. So. Ja gut, dann umdisponieren. Dann brauchen wir jetzt erstmal was zum Düngen. Ich tendiere da ja eher so Feldspritzen. Alleine schon, weil wir dann auch gleich den Pflanzenschutz gewährleisten können. Natürlich müssen wir ja auch was zum Kalken kaufen. Was nehmen wir denn da? 1500, ne, sind 2,8. PS-mäßig. Steht hier irgendwie gar nichts bei. Okay. Wir nehmen erstmal dich. Steht im guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Oh Gott, 87.000 haben wir nur noch. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns auch gleich noch einen Streuer dazu.
Okay, bei dem können wir nicht kalken, also müsste es eigentlich schon der sein. Ja, der ist leider auch ohne Kalk. Gut, da könnten wir uns noch den Kalk mit eintragen, aber mit 700 Liter. Wird auch ein bisschen knapp. So, was können wir hier denn? Wir können hier noch, oh, wir können hier noch Aufbauten draufsetzen. Klar, wenn wir jetzt Frustzerstörung hätten, würden wir jetzt die Pflegebereifung aufziehen, brauchen wir aber nicht. Und dann gehen wir uns noch die Streuteller. Und dann haben wir noch 40.000 Rest, also das ist natürlich. Puh. Zwölf oder 18. Ich denke mal, wir kommen auch erstmal mit den 12 Meter zurecht. So. Dann haben wir jetzt eigentlich alles abgedeckt. Wir können aussehen, wir können düngen, wir können kalken, wir können Pflanzenschutz machen. Wir können dreschen. Wir können abtanken. Ja, im Grunde genommen ja eigentlich schon mal ein guter Anfang. So, das heißt, wir springen mal hier in den schönen Fendt. Wie gesagt, heute leider mal mit Tastatur. Aber naja, wir werden es überleben. So, dann fahren wir jetzt erstmal zum Hof. Ich würde sagen, dann nehmen wir den Festdünger-Anhänger zum Düngen erstmal, weil da haben wir noch Dünger da und brauchen noch ein bisschen was nachkaufen. Okay, erinnert sich, fährt man den Traktor fast gar nicht. Okay. Auf das gute Stück. Ja, rückwärts fahren mit Tastatur mit so einem Hänger, das ist bei mir immer ein Graus. Das geht mit Lenkrad wesentlich einfacher. Ach, Leute. Während wir hier gerade mal auftanken, können wir schon mal so ein paar Zwischeninfos mal rausgeben, wie oft und an welchen Tagen jetzt, wenn die Videos kommen, ob ich jetzt jeden Tag eins mache oder alle 2 Tage. Wird bei mir noch ein bisschen zeitabhängig sein. Aber eigentlich so jeden zweiten Tag will ich mindestens oder wollte ich mindestens eins raushauen. So. Dünger, 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 Mineraldünger, 4 Kilo. Kennt er ihn noch nicht? Jetzt. Da haben wir erstmal 6.000 drin von 14.000. Sollte für das eine Feld erstmal reichen. Wie gesagt, im letzten Video haben wir noch gar nichts großartig gemacht, außer uns halt die Fahrzeuge und die Felder und alles gekauft. Heute wollen wir zumindest noch düngen. Wie gesagt, eigentlich stand Erden auf dem Plan, aber da ich nicht im Vorfeld geguckt habe. Müssen wir jetzt umdisponieren. Wie gesagt, Uhrzeit, wann ich die Videos auch hauptsächlich noch raushaue, weiß ich auch noch nicht. Das ist eigentlich jetzt alles jetzt hier so ein bisschen spontan alles entstanden. So, haben wir die richtige Breite? Ich hoffe.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir jetzt hier überhaupt noch zwei Düngerstufen hinkriegen, weil das Feld eh schon angewachsen ist. Ansonsten müssen wir mit einer Düngerstufe leben. Ist für ein Stadtfeld auch nicht unbedingt weiter schlimm. Ach Gott. Fahre ich mir heute auch wieder Mist zusammen hier. Junge, 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 Junge. Das Anfahren dauert so Ewigkeiten. Oh, da schon wieder Dünger raus für nix und nix, wieder nix. Oh, das sind wir ein bisschen zu weit rüber. Mal eine Frage an die, die den LSD-19 auch schon besitzen. Wie ist eigentlich so euer Resümee oder was sagt ihr so jetzt, wo er gerade mal so die ersten 2, 3 Wochen raus ist? Ja, wie gefällt er euch so? Also mir gefällt er eigentlich ganz gut, auch wenn er noch ein paar Kinderkrankheiten wieder hat. Aber das ist ja normal am Anfang. Ich meine, sie sind ja schon stetig dabei, mit Patches die Sachen zu beheben, die bekannt werden. Grafisch sage ich mal, schon so gute Aufwertung gekriegt. Spieltechnisch, ja gut, es ist eine Standardkarte, kann man noch nicht so viel zu sagen. Weil wie gesagt, also wir haben am meisten naja, die Modkarten Spaß gemacht. So mit Produktion und eigenen Kraftstoffherstellung. Ist halt was anderes, aber wir werden, sobald die ersten Karten mit erweiterten Wirtschaftszweige oder den ersten Wirtschaftszweigen rauskommen, definitiv auch wechseln. Wie gesagt, wenn ihr noch Anregungen haben solltet, was ich hier noch besser machen könnte, was ich anders machen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin da eigentlich für alles offen. Guck, dann haben wir das hier auch gleich schon fertig. Müssen wir dann halt mal gucken, dass wir die nächste Wachstumsstufe nochmal drüber fahren. Ich denke mal, dann wird es auch wohl noch eine zweite Düngerstufe gehen, hoffe ich. Weil wie gesagt, ich bin da nicht so normalerweise aussehen, habe ich schon eine Düngerstufe mit, weil ich meistens dann die Saatmaschinen mit Düngerfunktion nehme. Und dann gehe ich so wie jetzt in der ersten Wachstumsstufe noch einmal drüber. Dann habe ich meine 2 Stufen. Deswegen habe ich es halt auch nicht ausprobiert, wie es ist, von wegen, wenn ich schon was drauf ist und man es quasi noch komplett düngen muss. So, die letzte Bahn. Und dann ist leider Gottes auch schon wieder das Video vorbei. Ich würde euch ja gerne noch länger unterhalten, aber 15 Minuten war's. Ja, schaffe ich leider zeitlich momentan nicht. Und ich glaube, es wäre dann auch zu langweilig, wenn ich jetzt euch hier noch 5 Minuten weiter rum erzähle und eigentlich nichts machen kann, weil das Feld noch nicht weiter wächst. So. Resümee dieser Folge: Feld gedüngt, Düngerstreuer und Düngerspritze geholt, Drescher geholt. Können wir nächste Folge richtig durchstarten mit allem Drum und Dran. Gut, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, schreibt die Kommentare, bis die Finger glühen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.